Ich bin der Joshua vom Startup Matcha Team. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus dem Odenwald und wir haben einen ganz besonderen Tee entdeckt. Tief aus dem Dschungel in Ecuador von Quechua-Indianern. So, weil die müssen auch richtig im Dschungel gehen und Tiere erlegen. Und da brauchen die einen guten Energy-Drink. Läuft ganz gut an, sind sehr zufrieden und ja, und dafür haben wir halt auch eure Hilfe damals gebraucht und die habt ihr super gemacht. Ja, also ich habe viel recherchiert und ich hatte auch so das Unbehagen, das an eine Firma anzugeben, weil dann kriegst du nur eine Designrichtung oder eine, da darfst du dann nur zwei, drei Designs aussuchen. Und dann habe ich halt in Google recherchiert, bin auf euch gestoßen, war total angetan, habe es dann ausprobiert. Und hat super funktioniert. Also es haben sich Top-Designer um das Projekt quasi gebettelt, geschlagen. Und am Schluss hatten wir richtig mehrere super Entwürfe. Und dann mussten wir das demokratisch in der Firma entscheiden, weil wir uns eigentlich fast gar nicht entscheiden konnten. Und zwar habe ich ein Foto mitgebracht aus Ecuador von der Petroglyphe. Und das dann in einem Logo zu transportieren, ist nicht so einfach und dementsprechend waren wir da total happy, dass es dann mehrere Leute probiert haben und dann schlussendlich einer dabei war, der das grandios umgesetzt hat. Ob ich designlassen.de eben weiterempfehlen kann? Ja, natürlich. Also es gibt nichts Besseres, gerade für ein Startup, wenn man nicht so das große Kapital hat, kein Investor dahinter und halt auch das beste Ergebnis haben möchte, dann auf jeden Fall gibt nichts Besseres. Kann ich euch allen weiterempfehlen. Bio-Zertifizierung steht an. Die Gärten, unser Chakra, der wurde schon von Bio-Inspektoren kontrolliert. Das Siegel dürfen wir in den nächsten Monaten drauf machen. Das große Ziel ist, dass wir dann in allen Supermärkten unseren Matcha Chin Energy Drink finden. Also einen gesunden Energy Drink, wenig Zucker, kein böser Großkonzern, sondern eine grüne Firma, die nicht nur Green Bashing benutzt, sondern wirklich grün ist und was für die Mutter Erde und Mutter Natur macht.